Herzlich willkommen zurück zu einem neuen YouTube-Video. Ich bin's wieder, Lukas aus dem Team Thomas Loch. Und im heutigen YouTube-Video geht es um Schulter- und Nackenverspannungen. Und zwar möchte ich dir da gerne zwei Übungen mitgeben, die du täglich machen kannst, dass deine Schulter- und Nackenschmerzen oder Verspannungen, je nachdem, auf jeden Fall besser werden. Ich weiß, in jedem Video fast, wenn man das auf YouTube sucht oder auf Google, wird dir gesagt, oh ja, du musst hier dehnen und da dehnen und hast du nicht gesehen. Ja, das ist grundsätzlich auch richtig. Dehnen hilft dir für einen gewissen Teil, ist aber meiner Meinung nach nur ein Teil der Lösung, denn nur ein schlauer und trainierter Muskel kann einen entspannten Zustand auch lange halten. Wenn du jetzt deine Muskeln noch nie trainiert hast oder sonst irgendwas und jetzt dehnst du die ganze Zeit, klar wird er dann über gewisse Dauer in einem entspannteren Zustand sein, aber wenn du deinen Alltag dann nicht änderst, dann wird er wieder in diesen Zustand zurückgehen. Bedeutet, wir zwei werden heute zwei Übungen durchgehen, damit du auf jeden Fall deinen Schulterbereich und deinen Nackenbereich optimal stärken kannst, damit dieser auch langfristig schmerzfrei ist. Legen wir los. Was du dafür brauchst, ist einfach mal eine leichte Erhöhung. Und zwar gehen wir beide da jetzt mal gemeinsam hin. Wie folgt, ich habe hier eine kleine Bank, was du zu Hause nutzen kannst. Wenn du keine Bank hast, kannst du gerne ein Bett benutzen oder ein Stuhl oder ein Tisch, irgendwas, was so leicht erhöht ist. Oder wenn du gar nichts hast, dann kriegst du es auch ohne Erhöhung hin, zumindest die erste Übung. Aber ansonsten rate ich dir, such dir eine Bettkante, sonst irgendwas, wo du auf jeden Fall einen gewissen Halt hast. Oder Couch oder Sofa. Bei der ersten Übung kann man das Ganze auch theoretisch auf dem Boden machen, aber ich zeige es gleich mit der Erhöhung, weil die zweite Übung braucht für diese Erhöhung. Die Aufgabe wird erstmal sein, dass wir gemeinsam jetzt eine Schulter-Außenrotation betreiben. Warum machen wir das? Weil wir die hinteren Strukturen, das heißt diese hinteren Strukturen des Schulterblattes, so stärken wollen, dass die nicht ganz nach vorne hängen und ganz halt ein Engpass in diesem Nacken ist. Weil das ist ja das häufigste Problem aktuell, dass viele vorne hängen am Handy, am PC, am Laptop, alles Mögliche ist vorne und der Nacken kriegt ja gar keine Ruhephasen mehr, sondern ist immer beschäftigt. Und jetzt stärken wir das Ganze hinten auf, damit aktivieren wir sowohl die Schulterblattrotatoren als auch hinten die Schulterblätter allgemein und auch den oberen Rücken, damit der mal aufrecht ist. Ja? Das ist nicht nur gut, um deine Verspannung loszuwerden, sondern auch B, die Haltung zu verbessern und C, langfristig Schulterschmerzen loszukriegen. Aber jetzt genug von der Theorie, ich zeige dir jetzt mal die Praxis. Das Ganze sollte folgendermaßen aussehen. Du gehst in diese leichte Erhöhung, nimmst jetzt mal die linke Hand leicht angewinkelt, in einem rechten Winkel, rechts stützt dich ab, links am Boden mit dem Fuß auch und jetzt darfst du mal mit dem Ellbogen nah an deinem Körper nur nach außen oben eine Bewegung machen. Das heißt wirklich rechts außen rotieren, so weit wie es geht, Ellbogen bleibt dran und wieder zurück. Raus rotieren, anspannen alles und wieder zurück. Ja, das Ganze machen wir 20, 30 Mal und danach tun wir die Seite tauschen. Ich zeige die Übung jetzt nur kurz vor, sonst würde ich den Rahmen des Videos ein bisschen sprengen. Aber wirklich Ellbogen ran und dann so weit wie möglich außen rotieren. Wenn du das Ganze 20, 30 Mal gemacht hast, dann gehst du auf die andere Seite und machst das Gleiche auch. Warum so oft, warum nicht kürzer? Weil je öfter wir die Wiederholung machen, desto mehr Durchblutung findet da drin statt und desto mehr können da Nährstoffe reintransportiert werden und die Abfallstoffe raus. Das heißt, diese Stoffe, die Verspannung verursachen und Entzündungen fördern, tun wir raustransportieren. Dieses Video also auch mit den Übungen, jetzt nicht wundern, 20, 30 Wiederholungen. Wenn du jetzt natürlich trainingserfahrener bist, dann ist dieses Video oder diese Übungsanzahl, die Wiederholungsanzahl, nichts für dich. Dann müssen wir natürlich etwas anderes machen, aber für die Leute ist nicht dieses Video, sondern das Video ist für Leute, die wirklich viel Stress haben, viel Vornarbeit und jetzt der Rücken und Nacken verspannt. Wenn das nicht der Fall sein sollte, du fünfmal die Woche trainieren gehst und durch Übertraining jetzt vielleicht Schulter- und Nackenverspannungen hast, dann ist dieses Video vielleicht auch ganz gut für dich. Aber deswegen nicht wundern, es ist jetzt kein heftiger Kraftaufbau, was wir jetzt hier machen, sondern wirklich, wir wollen Verspannungen loswerden. Das ist das Ziel. Übung Nummer 2. Darfst du gleich diese Erhöhung hier gleich beibehalten und darfst dich da mal rücklings drauflegen. Wenn du Probleme hast im unteren Rücken oder sonst was, darfst du die Beine gerne anstellen. Übung wird jetzt sein, wie gesagt, wenn du das jetzt zu Hause nachmachen möchtest, dann such dir vielleicht eine Bettkante, eine Couchkante, irgendwas wirst du finden. Wir brauchen aber Ziel ist, dass wir hier so eine leichte Erhöhung haben. Weil was ist das Problem heutzutage oft? Dass ja, wie gesagt, viele zu weit vorne arbeiten und jetzt mal der Oberrücken und der Nacken- und Schulterbereich überhaupt nicht mal diesen Entspannungszustand kennt. Und auf diesen Zustand wollen wir jetzt mal hingehen. Das heißt, Arme oben mal zusammennehmen, leicht anwinkeln die Ellbogen
Und jetzt gehst du mal in eine öffnende Bewegung, so weit wie möglich rein. Dann solltest du vorne hier schon einen Zug merken. Den halten wir kurz und gehen dann wieder zusammen. Rechts, links, leicht angewinkelt, reingehen, schön auf Zug bringen alles und wieder zusammen. Ja, was macht diese Übung? Es kann gut sein, dass du nur bis hier kommst. Ja, es kann auch sein, dass du nur bis hier kommst. Klar, ich komme jetzt ein bisschen weiter. Ich als Bundeswehrgewichtheber brauche die Beweglichkeit vorne drin. Aber du kannst wirklich mal bis hier runter richtig drückst rein und dann wieder zusammen. Ziel dieser Übung ist es, dass wir vorne den ganzen Brustkorbbereich und die Brustmuskulatur ein bisschen öffnen und gleichzeitig dehnen und trainieren. Damit hier dieser Bereich mal wirklich wieder aufmachen kann. Und wie du schon siehst, klar, wenn ich mich jetzt so hinsetze und sagen wir mal, der Bereich ist nicht offen und nicht trainiert, dann hänge ich meistens so, okay, Schultern sind die ganze Zeit vorne, Nacken ist vorne, kein Wunder, dass das ganze Ding verspannt und zumacht. Dann trainieren wir das Ganze auf, dann haben wir sowohl in der Schulter hier die Bewegung und die Kapillarisierung und jetzt machen wir das Ganze auf, damit auch die Haltung gleichzeitig besser wird und der Nacken und die Schultern ein bisschen entspannen können. Wenn dir das Video gefallen hat und du sagst, hey, cool, das sind super Übungen und jedes Video sind toll, dann würde ich dir raten, echt, weil es kommt noch super, super, super Content, sowohl zum Nacken als auch Schulter, als alles Mögliche. Abonniere unseren Kanal, wenn du nichts verpassen möchtest, die neuesten Videos sehen möchtest, aktiviere am besten gleich die Glocke. Ansonsten, wenn das Video gefallen hat, lass es mich doch gerne wissen mit einem Like. Und wenn du Fragen zu den Übungen hast oder irgendwer was anderes auf der Zunge liegt, was du gerne loswerden möchtest, nutze die Kommentarfunktion. Mich hat's gefreut, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.